Eine Band, die bei uns im Highway TV Rockblock natürlich nicht fehlen darf, The One and Only Dubs und seine Fusel-Kombo. Jetzt ist es endlich soweit. Wir treffen das Chaos Sextett der Obersteiermark vor ihrem Auftritt im Sublime in Afflens. Meine Herren, ich habe gelesen, seit 2010 musiziert ihr in dieser Kombo zusammen. Ist das so richtig? Wie hat sich das ergeben? Ja, da muss ich wieder ein bisschen weiter ausholen. Wir musizieren schon länger miteinander. Und jetzt war es ein Nike, also der ist ganz Nike, der ist ganz frisch. Background Girl, oder? Background Girl Mann, ja. Und da gehen wir jetzt auch schon seit 3-4 Jahren dabei oder so. Okay. Also wir da vier sind die Grundsubstanz und das sind halt die, was jetzt noch dazu gekommen sind quasi. Das heißt, wann habt ihr jetzt wirklich angefangen und wie habt ihr angefangen? Ja, ich hab schon immer Gitarre gespielt, seit ich denken kann und hasse schon immer Dubs. Aber also, irgendwann ist die Fusel-Kombo dazu gekommen eben. Und eigentlich haben wir das alles noch gemacht wegen einem Fußballmatch, weil sie waren bei so einem Bandkicken dabei und haben keine Band gehabt, dann haben sie mich gefragt. Und es ist dann gut gelaufen beim ersten Mal und von dem her haben wir uns gedacht, wir machen weiter. Ihr macht jetzt ziemlich eigensinnige Musik, ihr vermischt da einiges, Mundart, ja, eigensinnig, ja sicher, das stimmt doch. Aber naja, es ist halt viel einfacher auf Mundart zum Singen, weil die Leute das verstehen. Wenn ich auf Englisch singe, nachher singe ich für mich quasi, weil ich keinen Text verstehe und so. Und auch für die älteren Leute und so ist es natürlich auch wunderschön, wenn die. Das heißt, eure Texte sind auch für ältere Leute? Natürlich, ja sicher. Es ist ziemlich. Ja, die sind etwas zahlungskräftiger und so. Und wir schauen da schon auch, dass da Geld ein bisschen dabei ist und so. Natürlich. Woher holt ihr die. Du schreibst die Texte nämlich an oder schreibt sie da alle? Naja, die Lieder, was der Manu singt, die schreibe ich ja. Und die, was ich singe, schreibe ich. Um was geht's in eure Texte? So, kurz ja, zusammen. Ja, na sicher, wir jugendfrei bleiben wir jetzt eh, aber eigentlich. Jetzt mache ich die Pieps. Es geht eigentlich um alles und nichts. Also wir haben ein paar ernste Geschichten und ein paar Sachen, was man so richtig nicht ernst nehmen kann. Und ja, also ist alles ein buntes Potpourri, kann man sagen. Jetzt gibt es euch doch schon ein paar Jährchen und wenn man Gerüchten Glauben schenken kann. Gibt es in diesem Jahrzehnt eventuell auch mal eine CD? Du hast gut recherchiert, ja, muss man sagen. Ja. Und ja, also in diesem Jahrzehnt auf jeden Fall. Noch. Vielleicht auch, ich sage mal, 2 Jahre oder so irgendwie. Ja, wir sind dabei, sagen wir so. Wir haben schon ein paar Lieder aufgenommen und es wird. Es wird? Ja, es wird, ja. Gibt es jetzt so Bandziele? Was habt ihr schon erreicht bis jetzt und was möchtet ihr noch erreichen? Naja, also kostümtechnisch sind wir halt jetzt schon voll. Da ist jetzt ganz vorne dabei, ja, wirklich. Ja, ja. Und was wir noch erreichen wollen, also vielleicht jetzt mal ein Album rausbringen und dann Step by Step super abrocken. Ja, wir haben jetzt keinen Stress, dass wir. Wir müssen jetzt nicht wirklich unbedingt viel Kohle verdienen, da haben wir auch nicht. Hätten wir das auch besprochen. Natürlich, aber da kann ich auch natürlich sagen, wir sind auch für Bar Mitzvahs, Hochzeiten und sonst alles zum haben. Wenn sie es wer leisten kann, nachher natürlich. Kann einfach ich nur sagen, so unter der Nummer oder so irgendwo, dass sie es dann irgendwo einblenden. Ja. Super. Oder es findet uns auf www.google.com und da braucht es nur die Wahl in der Dubs-Seite geben. Findet man alles, was man wissen quasi, muss. Ja. Quasi. Der Kontakt zum Rainer. Das ist unser. Das wäre auch meine. Wer ist er? Das ist ja der Rainer Hasebär. Das ist unser Maskottchen ursprünglich gewesen. Hat aber dann auch mit Prince und U2 zusammengearbeitet und übernimmt eigentlich seit letzten Herbst unser Management und macht das eigentlich ziemlich gut. Also er ist ein alter Hase aus dem Business, der hat das auf jeden Fall drauf. Wahnsinn, bei euch tut sich was. Also eine richtige Berühmtheit bei euch. Ja, absolut. Ja, ist echt von dabei. Also Kontaktbuch ist voll. Gut zu wissen. Und er ist auch bei Verhandlungsgesprächen ziemlich hart, also da ist nichts zu machen. Ja. Wie viele Karotten braucht ihr? Es wird nicht nur in Karotten zahlt, aber natürlich müssen wir jetzt die Gage da in Karotten und Euro, muss man da umrechnen nachher. Ne? Obwohl der Karottenwert eh viel besser ist im Steigen als der Euro zurzeit. Eine sichere Geldanlage. Naja, sicher auch nicht. So über den Winter werden sie hin nachher. Also länger wie 2-3 Monate würde ich nicht investieren. Dann würde ich wieder schauen, dass ich es abstoße. Komm jetzt nochmal auf euch. Eigensinnige Musik. Gibt es trotzdem Bands, die euch irgendwie inspirieren? Puh. Ja, schon, sicher. An jeden für sich. Sicher, ich bin durchaus inspiriert von aller möglichen Musik. Ich mag von keine Ahnung, von Comedian Harmonists bis,
bis zu die Death Reggae, alles, ja. Wir sind da. Quasi haben wir sehr viel Peter Tosh gehört, aber da ist nicht allzu viel hängen geblieben dann wirklich bei uns. Und natürlich auch Motorhead, kann man ruhig als Einfluss auf jeden Fall dazu zählen. Ja, cool. So zwei Sternbeine. Ja. Wenn man jetzt Infos über euch haben will, du hast schon gesagt, www.googlemug.at. Das heißt, es gibt noch keine Homepage. Eine Homepage, jawohl, es wird schon irgendwas, Facebook-Seiten, sonst irgendwas. Man bekommt Informationen, wenn man das in Google eingibt, dann kriegt man alles, was man braucht. Ja. Rainer hat uns ja schon auf längerem abgeraten, eben von der MySpace-Seiten. Er hat gesagt, warten wir auf Facebook und auf Facebook erreicht man uns jetzt auch. Und wie gesagt, die Kontaktdaten, Konzertinfos, alle irgendwo einblendet und der Rainer checkt es. Der Rainer checkt es. Kümmert sich der Rainer auch um eure Outfits? Die sind nämlich nicht schlecht. Die bekommen wir ja nachher noch zu sehen. Auch für die durchaus. Also er hat ein Mitspracherecht natürlich. Also 50% sind bei ihm nicht. Aber lasst uns da sehr viel Spielraum. Ja. Auf jeden Fall. Also das heute ist ihm komplett egal, was wir da anhaben, wie man sieht. Nein, schau, jetzt muss ich was sagen. Das war jetzt aber nicht zu viel. Ja, gut. Dann schauen wir euch jetzt auf der Bühne an. Da habt ihr auch ein besonderes Outfit. Und was für... was? Nein, es ist wunderschön. Also, da kann man gar nichts sagen. Es ist wunderschönes Outfit, wunderschönes Lied. Seht ihr jetzt. Schierkeit für heute dich, glaub ich, wer beobachtet dazu. Ghost Big Brother is watching you, hör zu. Ghost Big Brother is watching you. Ich höre da haben sie auch vorbei. Wir kennen es trotzdem aus sie, weil wir haben ein Auge auf sie. Doch die totale Überwachung sorgen wir für Sicherheit. Auto, Handy, Internet, keiner ist gefeit. Jeder wird erspioniert und überall wird das geschürt dazu. Ghost Big Brother is watching you, hör zu. Ghost Big Brother is watching you. Ghost Big Brother is watching you. Ghost Big Brother is watching you.